Ich habe meinem Vorredner, Herrn Kollegen Swoboda, eine Frage zu richten. Nach dieser sehr interessanten Lageschilderung und nahezu einer analytischen Großleistung, die ich aber auch den Medien ein bisschen entnehmen konnte, habe ich doch eine Frage an Sie, Herr Kollege Swoboda. Noch vor wenigen Wochen haben Sie bei einer Debatte rund um die Visabefreiung des Westbalkans, also sind Sie hier als glühender Vorredner aufgetreten für einen Beitritt der Türkei. Sie wollten quasi eine Gesamtlösung haben. Sie haben das auch angeregt, so quasi von Bosnien bis zum Bosporus. Jetzt frage ich Sie heute unter dem Eindruck der von Ihnen ja geschilderten Realität, haben Sie umgedacht? Haben Sie etwa das auch gemeint, was der Herr Präsident Schulz gesagt hat? Wie stehen Sie heute zur Europareife und zu den Verhandlungen mit der Türkei, Herr Kollege Swoboda?